Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu dem Messenger. Wir machen jetzt unsere letzte Note an der Stelle und haben im letzten Part den Dämonenkönig besiegt, von allen Gegnern da draußen. Genau, die Herausforderung wollen wir nicht spielen. Was wir stattdessen machen wollen, ist dieses Portal aktivieren. Dazu brauchen wir allerdings das Relikt des Dämonenkönigs, das wir jetzt inzwischen haben, seine Krone. Und der Abgrund starrt dich an. Zurückstarren? Noch nicht. Wir wollen nämlich mit dem Kleinen nochmal ganz kurz sprechen. Ich glaube, der wollte uns noch... Nee, nicht einmal. Okay, dann ab in den Abgrund mit uns. Dann starren wir dem Abgrund entgegen. Das ist eine sehr coole Welt. Eine sehr, sehr, sehr abgefahrene Welt, muss man glaube ich sagen. Von dem her, ich... Boah. Boah, so schön grotesk. Richtig Cthulhu-Dämonen-Abschaumwelt. Was ist hier was ist das hier für ein Ort? Ich spüre, dass sich ein paar meiner Schwestern vor Angst verstecken. Ich werde sie rufen. Sie können dir beim Durchqueren dieses verseuchten Reiches helfen. So, danke, Kleiner. Und da ist schon unsere erste Gehilfin. Und das Coole ist hier an der Stelle, wir können jetzt diese ganzen Glühwürmchen hier benutzen, um durch Orte zu gehen, die wir eigentlich nicht durchqueren könnten. Und versetzen uns allerdings dabei wieder in die Vergangenheit. Das heißt, wir müssen jetzt ein Glühwürmchen nach dem anderen finden, um hier überhaupt durchzukommen. Auf jeden Fall auch sehr geil, wie das einfach an der Stelle die Umgebung teilt. Und man sieht aber allerdings im Hintergrund nur so irgendwas, was anhauchen lässt. Galaxie ohne irgendwas, dass da irgendwie nichts ist. Aber dann guckt man sich das hier an mit den ganzen grotesken Dämonenaugen und alles. Das ist schon arger Kontrast. So ein bisschen ähnlich wie diese Wasserfallumgebung da. Genau, ich glaube, da ging es gar nicht mehr weiter. Nee, das war nur für Zusatzding. Aber das ist interessant für uns. Exakt, wegen dem Kollegen hier. So, genau das ist an der Stelle für uns eher interessant. Ich gehe aber noch mal ein bisschen zurück. Ich guck mal kurz, ob es da nicht noch was gab. Ich meine, da unten war noch ein Glühwürmchen, das ich noch nicht getriggert habe. Genau. Ja, es sind Augen, die einen auch noch mal verfolgen und alles. Das ist alles sehr, sehr, sehr geil und vom Effekt her super. Auch dann guter Soundtrack mal wieder. Wie gesagt, dieser fließende Übergang finde ich persönlich am allergeilsten hier. Von modern zu klassisch. Den finde ich einfach Hammer an der Stelle. Und auch bei dieser Welt, wo es jetzt eigentlich in der modernen Version eigentlich nur darum geht, um Zerfall, um ein bisschen Mysterium und alles. Bei der Vergangenheitsversion ist alles noch mal irgendwie im Ursprung. Da ist noch nicht wirklich was passiert. Da ist alles noch sehr magisch, sehr mythisch. Von dem her gefällt mir das sehr, sehr gut, wie die das hier aufgezogen haben. Wie gesagt, auf Steam gibt es das Spiel direkt auch mit Soundtrack an der Stelle. Soundtrack ist, glaube ich, DLC an der Stelle. Ich glaube, 3 Euro oder sowas pro Päckchen. Aber definitiv ein höherer Wert, finde ich. So, und den wieder befreit, den kleinen Burschen hier. Muss man allerdings kurz auf ihn warten, bis der hier positioniert ist. Jawohl. Gucken wir noch mal ganz kurz, was hier unten noch mal war. Oder ob hier überhaupt was war. Ne, da war nichts. Oh, kein Problem. Hört sich einfach klasse an der Stelle. Allerdings wird es jetzt allerdings sehr gefährlich für uns.
Denn zwar finden wir hier in dieser verdorbenen Welt direkt schon unsere letzte Note. Allerdings werden wir gleich ganz schön Probleme haben. Denn die Welt ist nicht ohne Grund verdorben. Du hast die Note des Mutes erhalten. Diese Note zeigt sich nur dem, der sich in das Unvorhergesehene wagen würde. Sie ist eine der Noten der Melodie, die den Fluch bricht. So. Und jetzt zu dem Zeitpunkt würden wir uns eigentlich auf den Rückweg machen. Aber da kommt irgendein fieses Etwas aus dem Boden. Wow! Immer wieder krass, wie das aussieht. Flucht ergreifen heißt es hier. So, und ihr seht, ich habe hier keine Zeit, um irgendwie welche Aktion zu starten. Muss jetzt hier so schnell wie möglich weg. Wuhuhuhu. Hoppa, es wäre jetzt fast schief gegangen. Ah, oh, shit, eigentlich an einem Viech fest, ey. Sieht auf jeden Fall sehr ekelhaft und fies aus, ja, finde ich auch. Nein! Ah! Es ist Zeitfenster, hier durchzulaufen, ist sehr knapp. Es wird wahrscheinlich ein paar Versuche brauchen, bis ich mal hier endlich durch bin. Endgültig. Und auch hier gibt es wieder eine Vergangenheits- und eine Zukunftsversion, ne? Nur mal auf die Details achten. Ist immer wieder geil, was für Details man hier nochmal rauskriegt. So, diesmal bin ich zwar nicht an dem Gegner hängen geblieben, aber es wird langsam knapp. Oh, ich habe das Falsche erwischt. Habe am Ende das Falsche erwischt. Es ist eine coole Welt, eine coole Umgebung, aber dermaßen schwierig hier wieder zu flüchten. Oh, verdammt. Manchmal treffe ich auch nicht das, was ich eigentlich treffen will. Oder der Haken ist einfach zu kurz. Ach, wie heißt denn der Pfeil wieder? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Schnurpfeil. Danke, Schnurpfeil. Heißt ja Schnurpfeil, ne, das Ding. Das heißt ja nicht irgendwas anderes. Ohohoho. Die Ecke ist ganz schön fies an der Stelle, dass man hier einen Gegner hat mit mehreren Hits. Ohohohoho. Aber wir sind fast draußen. Ich kann's spüren. Ohohohohoho. Lauf, Ninja! Ah! Boah! Es ist so geil. Das Portal ist natürlich am Arsch an der Stelle. Wow, du hast es zurückgeschafft! Nie wieder. Das ist fantastisch. Was hast du gefunden? Eine Abscheulichkeit, die sich nicht in Worte fassen lässt. Krass! Sonst noch was? Ich habe eine der Noten gefunden. Ja, ich wusste es. Weißt du, was das bedeutet? Dass wir einen Schritt näher sind, den Fluch aufzuheben. Das und der Ladenbesitzer muss eine ganze Woche lang abspülen. Ich habe meine Wette gewonnen, danke. Die haben gewettet, dass da eine Note ist oder dass ich da drin überlebe oder... Egal, auf jeden Fall, wir leben noch. Guck auf die Zeit, von der Zeit her haben wir noch genug Zeit, um uns den Rest hier anzuhören, bevor es zum finalen Level geht. So, als nächstes haben wir trifft die Schrift auf ihren Schöpfer. So, und damit platzieren wir unsere letzte Note. Was für eine schöne Melodie. Endlich ist die Melodie vollständig. Okay, was mache ich? Was kommt jetzt? Wenn ich das nur wüsste. Was? Mein Wissen beschränkt sich auf die Prophezeiung und die endet damit, dass alle Noten gesammelt werden. Also, irgendjemand hier muss es doch wissen. In der Tat, tapferer Messenger.
Es ist an der Zeit, dass euch der Erste unseres Ordens den Ursprung des Fluches verrät. Bin gleich wieder da. Okay. Wow, das ging schnell. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Seht, die Melodie ist vollständig. Das kann nicht sein. Nähern wir uns tatsächlich dem Ende? Ich habe die Melodie vervollständigt. Wisst ihr, was ich als nächstes tun muss? Tun soll? Nun, ich nehme an, es ist nur fair. Also gut, ich verzeihe dir offiziell, dass du gesagt hast, mein Laden sähe nicht aus wie ein Laden. Wie geil. Was? Bei unserer ersten Begegnung habe ich mich so gefreut, dass ich dir den Laden zeigen konnte und du hast gesagt, es sähe gar nicht aus wie ein Laden. Warst du die ganze Zeit beleidigt deswegen? Ich wollte dich doch nur Smalltalk machen. Sicher, wie auch immer. Damit haben wir jetzt abgeschlossen. In Anbetracht deines großen Fortschritts sollst du endlich erfahren, was hier wirklich vor sich geht. Also los. Also ist er tatsächlich der allererste des Ordens? Vor Äonen lebte eine Zivilisation von Riesen in den Wolken und schützte die Welt vor unbekannten Mächten. Jahrhunderte vergingen in Harmonie, bis sie eines Tages hilflos zusehen, wie die Welt von einer gewaltigen Flut heimgesucht wurde. Nur ein einziges Stück Land verblieb. Die Menschheit wusste stets, das Beste aus einer Lage zu machen und sammelte die Überlebenden, um einen gewaltigen Tempel zu errichten, in dem sie nach einem neuen Lebenssinn suchten. Viel Backstory jetzt an der Stelle, aber sehr, sehr geil. Dem Ruf dieser schweren Zeiten folgend wurde ein außergewöhnliches Paar zu ihren Anführern. Oh, ich krieg grad Gänsehaut. Ich erinnere mich gerade wieder an die Story. Ah, so gut. Sie hatte eine wundervolle Stimme und die jenseitige Gabe, die faszinierendsten Schmuckstücke herzustellen. Sie wurde die Muse genannt. Er, stets stoisch, furchtlos und geheimnisvoll, wurde als das Phantom bekannt. Nach einem Jahrzehnt relativer Stabilität begann der Himmel rot zu flackern, als würde ein Krieg gegen die Riesen des Himmels geführt. In der Tat hatte eine Dämonenarmee, die bereits ganze Welten verdichtet hatte, das Reich der Menschen gefunden. Oh oh. Da die Beschützer der Menschheit bald nicht mehr sein würden, inspirierten Muse und Phantom die Menschen, sich für den unvermeidlichen Angriff zu rüsten. Doch die Armee der Dämonen war zu stark, der Tempel war verloren und die Muse wurde beim Versuch erschlagen, ihr Volk zu beschützen. Phantom rang mit den Tränen, als er ihr letztes Werk als ein Erinnerungsstück an sich nahm, eine Spieluhr. Er überließ den Tempel dem König der Dämonen und führte die letzten Überlebenden seiner Rasse an die Westküste der Insel. An die Westküste, wo schließlich unser Ninja dann schließlich sein Dorf hat und auch der Soldat später seine Stadt hatte. Dieses letzte Gefecht war ein Erfolg und nachdem er seine Leute angewiesen hatte, versteckt zu bleiben und wieder aufzubauen, versuchte Phantom sein Glück. Blind vor Zorn raste er zum Tempel in einem törichten Versuch, den Dämonenkönig zu bezwingen. Beleidigt von der Kühnheit dieses gebrochenen Wesens, verhängte der Dämonenkönig eine Strafe, die schlimmer war als der Tod. Das sah damals schon so aus, ey. Er verhexte das Andenken an Muse und verwandelte die Spieluhr in eine Fessel für das Reich der Menschen. Alle 500 Jahre würden sie zurückkehren und die Menschheit quälen, bis alle Hoffnung dahin war und sie sich fügten, um ausgerottet zu werden. Also alle 500 Jahre kehren sie zurück und bringen Hölle über die Menschheit. Krass.
Phantom wurde gezwungen, eine Maske zu tragen, die ihm den Verstand raubte und ihm ewiges Leid auferlegte. Armer Kerl, tragische Geschichte. Als Gefangener der Spieluhr musste er sie fortwährend spielen, um die Magie des Reliktes zu erhalten. In diesem geistigen wie auch physischen Gefängnis sorgte er dafür, den Fluch seines Vermächtnisses zu verewigen. Doch Phantoms Wille war stark und er gab ihm immer wieder klare Momente, in denen er sein Verständnis der Dämonenmagie erweitern konnte. Das Lösen des Fluchs würde Jahrhunderte dauern, daher würde sein Volk die Fähigkeit benötigen, über Generationen zusammenzuarbeiten. Zeitsprünge waren der Schlüssel. Mit seinen letzten klaren Gedanken schrieb er eine Schriftrolle und versetzte sie mit genug Macht, um ihren Träger auf die Zeitmagie einzustimmen. Bevor er vollständig den Verstand verlor, teleportierte er seine letzte Hoffnung, die Schriftrolle, ins Versteck seines Volkes. Wie sie schon bald feststellten, sahen sie durch die Schriftrolle merkwürdige Manifestationen, Dinge, die nicht jeder Geist ertragen konnte. Nur wenige mutige Abenteurer hatten einen ausreichend starken Willen, um die Schriftrolle zu tragen. Sie wurden die Messenger genannt. Mit der Fähigkeit, durch Raumzeittränen zu treten, hatten sie Zugang zur Leere, einen Zufluchtsort außerhalb der Zeit. Messenger aus allen Zeitabschnitten versammelten sich dort, den perfekten Treffpunkt für ihren endlosen Krieg. Ja, und da kommen die Blaukunden ins Spiel jetzt. Doch bald stellte sich heraus, dass es für einige mühsam war, Menschen aus der Zukunft oder ein alternatives Selbst zu treffen. Nach einigen Vorfällen mit primitiveren Messengern, die Schocks erlitten, beschlossen sie, ihre Identitäten zu verbergen. Daher wurde der Orden der Blaukutten gegründet und gemeinsam errichteten sie ihr Hauptquartier, den Turm der Zeit. Jeder Fluchzyklus sollte seinen eigenen Champion haben, der dem Orden beitritt, sobald er die Schriftrolle an den nächsten Messenger übergeben hat. Sein ewiger Zyklus, es ist so stark an der Stelle, wie das jetzt hier zum Abschluss kommt. Mit der Unterstützung der Blaukutten konnten die Spieluhr noch nach zahlreichen Zyklen aus dem verlassenen Tempel geborgen werden. Obwohl das Relikt zu stark war, um zerstört zu werden, fand sie an diesem Tag neue Hoffnung. Aber inzwischen sind es leider nur noch 3 Blaukutten. Das ist jetzt die Frage, warum das so ist. Geheimnisvolle Kräfte der Welt begannen sich in der Form magischer Noten zu materialisieren. Nachdem es ein besonders begabter Messenger schaffte, 2 von ihnen zu sammeln, wurde eine Idee geboren, verrückt genug, um funktionieren zu können. Wenn sie eine Melodie schaffen würden, die stark genug ist, um den Schutzzauber der Spieluhr zu durchbrechen, können sie eventuell von einem Messenger betreten werden, um Phantom zu retten. So sieht's aus. Ich bin mir nicht sicher, was du in der Spieluhr finden wirst, aber wenn es eine Chance gibt, Phantom zu retten, dann ist sie das. Sei auf der Hut. Sein Geist hat sicherlich alle möglichen Fallen ausgeheckt. Viel Glück. Die Spieluhr ruft. Bist du bereit, dich deiner letzten Herausforderung zu stellen, Messenger? Da sind wir.
Definitiv, aber erst im nächsten Part von The Messenger. Wir werden uns im nächsten Part in die Spieluhr begeben und uns auf die Suche nach Phantom machen, dem ursprünglichen Besitzer dieser Schriftrolle und Meister der Zeitmagie. Wir werden unser Bestes geben, ihn da rauszuholen. Allerdings warten da extrem viele Fallen auf uns. Ich bin gespannt, ob wir das in einer Folge schaffen werden. Vielleicht brauchen wir auch zwei dafür. Jedenfalls, das ist erstmal für diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei The Messenger. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.